Soll mir nicht auf die Eier gehen. Doch, 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 die soll dir auf die Eier gehen. Hey, hallo und herzlich willkommen zu WIMF. Wollt ihr mich verarschen, TV? Mein Name ist Ronny und wir werden hier in den nächsten Wochen auf diesem Kanal uns prominent hier Trend reinziehen. Vielleicht habt ihr Lust dabei zu sein. Die komplette Folge könnt ihr euch immer auf RTL Plus angucken und den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wie schon gesagt, mein Name ist Ronny, ich bin 35 Jahre alt, ich habe Gaswasserinstallateur gelernt, habe aber nie in dem Beruf großartig gearbeitet. Die nächsten Jahre war ich dann Koch im Tierheim, später habe ich ein bisschen rumgejobbt und mit 30 habe ich angefangen zu streamen, Online-Pokerturniere. War auch erst ganz gut, dann hat sich aber rauskristallisiert, dass ich beim Pokern weitaus mehr verloren habe, als ich mit dem Streaming verdient habe. Somit lief das gegen die Wand. Und letztes Jahr habe ich Patrick Heinrich kennengelernt. Das ist der Sportsfreund hier, bei einem Live-Poker-Event. Und wir waren sofort in Ei. Alle meinten total, ey, ihr seht euch voll ähnlich. Fanden wir total witzig, wer wird überhaupt nicht so sehen. Und unser Thema war Trash. Wir haben überhaupt nicht mehr über Pokern geredet, sondern nur noch über Trash-TV. Nur noch über Mike Sees, Kim Virginia, Valentina, Maurice und Co. Und wir waren so voller Euphorie. Und nach ein paar Stunden waren wir schon so ein bisschen besoffen. Und haben uns gedacht, Alter, warte mal. So viel qualitative Meinung, wie von uns beiden, Die kann doch nicht ungehört bleiben. Lass uns doch einen YouTube-Kanal machen, wir reacten darauf. Ihr sagt, getan. Jetzt sitze ich hier. Patrick, der hat heute leider keine Zeit, weil er beruflich irgendwie zu tun hat. Und ich fange jetzt einfach mal so an. Bibi, was sagst du? Dritte Staffel, prominente Trend, erste Folge. Das wird was. Und, noch viel krasser, das ist ja, kann man dazu sagen, das ist ja die erste Folge, das ist ja eine Weltpremiere. Die Weltpremiere von WIMF TV. Bin gespannt, wie ein Flitzebogen. Ja, lass uns ja nicht lange weiter Zeit verlieren. Ich glaube, wir wollen alle sehen, was da so passiert. Die Teaser waren ja sehr, sehr vielversprechend. Bin gespannt. Los jetzt. Ein Witzkopf ist schon in Fahrt. Boah, ist das kalt. Oh mein Gott, Mike Sees. Also hier an der Stelle muss ich gleich mal anhalten. Für mich ist es jetzt schon der Kandidat der Staffel. Das kann nur krass werden. Und ich habe mir diesmal mal was vorgenommen. Mike kriegt ja berechtigterweise eine riesen Hate-Welle immer ab und Shitstorm. Und ich habe mir diesmal bei der Staffel mal überlegt, vorher... Ich drücke auf den Reset-Knopf für Mike. Bewerten komplett neu. Ich will mal die ganzen Vorteile weglassen. Und so gucken wir uns das einfach mal an. Ich bin tierisch gespannt. Boah, ist das kalt. Aber das Gute ist, die, wo ein Kleidchen anhaben, die werden mal richtig frieren. Zwei Sätze. Er hat zwei Sätze in dem neuen Format. Sagt zwei Sätze. Was ist das für eine Aussage? Und das Krasse ist, der meint das ja wirklich ernst. Das ist ja kein Fake. Also das kann man ihm wirklich nicht nachsagen. Fake ist er nicht. Der ist nun wirklich real. Oh Mann, ey, Wahnsinn. Mein Name ist Michelle Manmalin. Also Mike Sees ist mein Ex-Partner. Also sobald du den Namen hörst, ist Shitstorm rolling. Sollen Leute reden, was sie wollen? Der kann ja nicht anders. Wahnsinn. Ich habe in dieser Partnerschaft nur Minus gemacht. Emotional. Was? Finanziell. Sexbezogen. Überhaupt. Und dann hat er den größten Fehler gemacht, den er hätte machen können. Warte mal. Das ist so dreckig schon wieder nach 4 Jahren, nachdem dann ihr Trend ist. Oh, ich habe ja so viel für dich auszuheben, das nachträglich auf den Tisch zu packen. Alle, die Sommerhaus gesehen haben, müssen sich mal die Aussage auf der Zunge zerlegen lassen. Er hat in dieser Partnerschaft, ich könnte da nicht aussprechen, emotional Minus gemacht. Was hat Mike für einen Fehler gemacht? Der hat die im Sommerhaus hier demütigt, erniedrigt, vorgeführt. Der hat ja alles falsch gemacht, ist ja mit ihr umgegangen wie ein Stück Scheiße. Und es hat nicht gereicht, dass sie sich von ihm trennt. Das Ding nicht. Hat sie nicht geschafft. Was ist jetzt passiert, dass sie sich von ihm trennt, oder getrennt hat? Ich habe keine Idee. Hat er sie alle Gliedmaßen, hat sie ja offensichtlich noch dran. Was hat er gemacht? Und habe halt dann mit ein paar Mädels Spaß gehabt. Und die Mädels waren halt so intelligent und haben sie kontaktiert. Ah. Für mich hat sich das Fremdgehen wie tot angefühlt. Der hat die beschissen. Und das war jetzt der Krasse. Alt vorher hat nicht ausgereicht, um sich zu trennen. Und weil er jetzt mal mit einer anderen schläft, ohne das zu relativieren, das ist natürlich sehr, sehr schlimm. Aber das reicht aus, um sich dann doch zu trennen. Finde ich, steht in einem Ungleichgewicht, steht für mich in keinem Verhältnis. Dadurch, dass ich ja begriffen habe, als Narzisst kommst du einfacher durchs Leben, warum willst du ein Opfer sein? Hat der die vorher zurecht gemacht, die Sätze? Der ist ja jetzt schon so sein Geld wert. Ich suche mal Worte, um den zu beschreiben, was das so auf den Punkt bringt. Ich finde, der ist so ein Sonderling, der ist so sonderbar. Ich würde den am liebsten in jeder Uni hinsetzen als Testobjekt für Psychologen oder so, dass sie daran hantieren können, an ihm, an Verhaltensweisen. Ich finde auch, nachdem man Mike gesehen hat, darf keiner mehr anzweifeln, dass es da noch andere Leben draußen gibt. Wahnsinn. Ich sage ganz schön auf Wahnsinn, war. Aber ich finde sie auch den Wahnsinn. Sie wird hier drin wieder das Opfer sein, sie wird wieder weinen. Sie. Ich habe an mir gearbeitet. Triggerpoint.
Sollte sie wirklich an sich gearbeitet haben, was wir noch nicht wissen, aber nehmen wir mal an, sie ist jetzt wirklich stabiler und hat an sich gearbeitet, dann meint er das auch ernst. Dann ist das ein Triggerpoint. Weil das ist ja für ihn nichts Schlimmeres als sein Opfer, was er da vor sich hat, was er gängeln kann, wie er will, wenn die auf einmal dazugelernt hat. Das triggert dich, Dolle Mike. Lass dich nicht triggern. Mir scheißegal, was sich Michelle hier erhofft. Hey. Hi. Ich hab noch nicht eine freundliche Sache von dem gefunden. Noch nicht eine freundliche Sache. Und hast du die Umarmung gesehen? Wie krampfisch die war? Wie, da ist er. Oh, das wird noch gut. So, ein bisschen aufgedunsen. Geil. Finde ich gut. Wenn ich 2 Jahre lang öffentlich und auch privat immer zu Kreuze kriechen muss und mich immer klein machen muss und alle Leute denken, du bist das Victim, du bist das Opfer und ich bin der Täter, das geht mir echt voll gegen den Strich. Das Faszinierende ist, wenn man meinen Augen, der glaubt das. Du kannst ja mit ihm nicht mal diskutieren, weil er ist ja maximal überzeugt davon, dass es stimmt. Wir können nicht alle beurteilen, man ist nicht immer dabei, wenn die beiden alleine sind. Das ist mir auch klar. Und selbst danach, wo er sich ja ändern wollte, und da hat sich ja so krass reflektiert, habe ich den bei Be Real auch gesehen. Da war der genauso. Da hat er genauso, ist ja genauso mit dir umgegangen. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so das doch so Nerven kostet, ne? Boah. Das ist jetzt schon, das ist Entertainment. Junge, Junge. Selbstbestimmte Frau auf Kosten anderer. Selbstbestimmte Frau auf Kosten anderer. Und das stimmt auch, was der da gerade sagt. Und sie ist jetzt, hoffentlich stimmt das auch. Sie ist jetzt selbstbestimmt und das geht auf seine Kosten. Wovon, wenn sie jetzt selbstbestimmt ist, wovon ernährt sich der Narzisst noch? Wen gingelt er dann? Wer hört dann sich seinen Scheiß an? Das ist ja da. Wahnsinn. Was hast du denn da drauf? Warum hast du deine Nummer da drauf? Ja, dass wenn der Koffer weggeht, dass man mich anruft. Macht doch Sinn. Wie kann man so blöd sein? Der kann nur widerlich kommentieren. Der kann nicht. So generell auch, würde ich sagen, Freundlichkeit oder mal nicht auf sich bezogen, mal einfach einem anderen. Ich glaube, das kann der ja nicht. Ich habe ganz komische Gefühle gegenüber Mike. Da hast du deine Nummer auf dem Koffer, Alter. Die kannst du gleich mal streichen, ey. So weiß jeder, wer ich bin und wo ich bin. Lass mich verarschen. Ach, ich liebe das. Geil. Wenn ich dich ärgern kann. Ich bereue, dass ich sie geheiratet habe, wirklich. Weil ich einfach fast 4 Jahre meines Lebens vergeudet habe in meinen Augen. Wie geil, wie gut sie drauf ist. Also sie wirkt wirklich, ob das schon jetzt selbstbestimmt ist, sei dahingestellt, aber die wirkt einfach super von ihm losgelöst und man merkt einfach, dass er da ja nicht mit klarkommt. Ne? Jetzt, wenn sie so die Haltung hätte, würde ich die Beniane noch mal im Sommer aussehen. Wird mich brennend interessieren. Huhuhu. Excuse me. Palim, Palim, mein Name ist Kim to the motherfucking Virginia. Kim to the motherfucking... Nee, wie hat sie gesagt? Hallo, ich bin Kim to the motherfucking Virginia. Bin ziemlich gespannt auf dich, Kim. Ich freue mich. Ich habe eine große Klappe, ist auch einfach viel dahinter. Das muss man auch einfach sagen. Ich weiß, dass er jetzt gerade nicht den besten Stand hat, weil ich finde auch beim Dschungel hat es ein bisschen verkackt. Aber rhetorisch ist die da eins, die hat... Stimme ich jetzt so? Also ich bin der Emanuel. Wer ist hier drauf? Jetzt bin ich hier und bin der Ex von der lieben Kim. Wir waren nur 3-4 Monate zusammen, also ganz kurz. Ist dir mal aufgefallen, wie cool die beiden, wie gleich eine ganz andere Stimmung ist? Die kommen gleich mit einer anderen Lockerheit drin. Da merkst du schon, da wird ein schöner Kontrast zu Mike und Michelle, beziehungsweise ein schöner Kontrast zu Mike. Oh, ist das gerade Farbe, ist das Fröhlichkeit. Freut mich. Das wird, und bei Kim merkt jetzt schon, die hat den Schalk schon wieder am Nacken. Sexuell hat das super funktioniert. Bei uns war wirklich das Ding, was es zum Scheitern gebracht hat, die Kommunikation. Horror. Hölle. Furchtbar. Das ist zu viel, das passt nicht, das ist einfach nur noch belastend. Ah, da kommt jemand! Kim Vagina. Kim Vagina? Kim Vagina, wie er sich selber darüber freut. Ne? Kim Vagina. Freut sich immer noch. Ja, das wird ein Spaß, ne? Davon gehen wir alle aus. Ich habe eine Freundin. Definitiv. Seit 5 Monaten jetzt. Und ja. Ich habe keinen Freund, Schatz. Deswegen muss man da schon aufpassen bei ihr. Ja, glaube ich aber auch wirklich, dass er da aufpassen muss. Der ist zwar nicht in Kim verknallt, merkt man. Also da ist jetzt nicht so ein Trennungsding noch und so ein Ex-Vibe da. Aber, ich glaube, Emanuel findet sie nicht ganz unheiß. Nein, wir haben Einzelzimmer. Arme Michelle. Ja. Die körperliche Anziehung ist bei uns nie das Thema gewesen. Das ist ja das Schlimme. Das ist wirklich schlimm. Ja. Scheiße. Wir haben ein Zimmer. Wie gut drauf die ist. Michelle, hast du mir gesagt, dass unser Sexleben wirklich das Beste ist, was sie jemals hatte? Warte mal. Was habe ich denn da gerade rausgehört? Mike sees is gut im Bett. Jetzt macht das alle total Sinn. Jetzt macht das doch wirklich Sinn. Die hat sich von denen so schlimm behandeln lassen. Trennt sich nicht. Jetzt geht der einmal fremd und da findet sie die Kraft, sich zu trennen. Weil das war, der muss so, das hat die so gebunden und durch diese Trennen hat er diesen magischen Kosmos, deren Sexes
sagt man so, ach, die hat sie bescheuert an. Aber ja, ihr wisst ja, was ich meine. Dann hat er das kaputt gemacht und schon, und dann hat sie geschafft, sich zu lösen. Aber nochmal, die Überschrift des Ganzen, muss man auch sagen, wenn er so viel Hate abbekommt, Mike Sees, oh, ich kann die aussprechen, Deutsch, spreche es aus, Mike Sees scheint eine Granate im Bett zu sein. Die Ersten werden die Letzten sein. Ich feiere sie so. Die Ersten werden die Letzten sein. Die Ersten werden die Letzten sein, ist doch total scheiße. Aber deine Tattoos gefallen mir nicht. Hat jemand nach deiner Meinung gefragt? Wirklich mir nicht. Mir gefallen die aber. Aber. Du weißt ja nicht, wo ich noch überall Tattoos habe. Bist bescheuert. Hm? Ich hatte dich als Ehemann. Ja! Paradebeispiel für Selbstreflexion. Und da hat sie recht. Ganz sauber, und so habe ich sie auch immer geschrieben. Die macht so einen guten Eindruck. Und das habe ich immer gesagt. Ganz sauber kann sie ja nicht sein. Ganz sauber kann sie ja nicht sein, wenn sie mit ihm zusammen war, ist, geblieben ist. Oh, finde ich super dafür. Selbstreflexion. Das ist Selbstreflexion. Das war Mike. Hallo, Farah. Do you help us? Oh, die ist schon heiß. Kick dir mal an. Das ist Fleisch. Wirklich? Seid ihr die Ersten? Yes. Ja. Hallo, ich freue mich. Hey, hallo. Mich, bist du nicht dieser kleine Toxic-Dude? Bist Hat du? Sie nicht gesagt. Oh, Kim, so super. Jeder, der Mike Sees sieht, möchte ich jetzt mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, das zu sagen, jeder Mike Sees denkt sich, bist du nicht dieser Toxic-Affe, Toxic-Dude? Bist du nicht dieser Toxic? Und sie macht es einfach ganz locker frei raus. Und wie er vom Kopf geschossen, wie er sofort dasteht, ja, nee, weiß, was er sagen soll, weil er das ja nicht gewohnt ist. Er kennt das ja nur hintenrum, diese ganzen Lästereien und diese ganzen Hates. Aber so konnte, bist du nicht dieser Toxic-Typ? Ja, klar bin ich. Was soll er jetzt da sagen? Geil, Kim. Kim ist momentan, wir reden ja erst von 4 Leuten, natürlich, aber Kim und Mike, Mann, ey, wie, hätte er bloß ernst, herzlichen Dank, wie geil habt ihr die eingekauft, wirklich. Ihr zwei wird bei euch nochmal was laufen, Schengele-Mengele-technisch, den Peni in den Honigtopf. Schengele-Mengele. So sollen wir nicht auf die Eier gehen. Doch, die soll die auf die Eier gehen und das macht sie ja schon. Dann gönne ich mir dich und Lukas. Die kann auch mit jedem hier vögeln, das würde mich nicht interessieren. Glaube ich ihm. Wie gesagt, ob er selber nochmal andocken würde, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das ist ihm, der ist emotional, ist er vollkommen frei. Yo Leute, what's poppin? Ich bin poppin? Gina. Und man kennt mich aus den Formaten Couple Challenge, Ex on the Beach. Stimmt. Couple Challenge kann ich wählen. Da war die mit dem hier, mit dem Hübschen da, mit dem Fitness-Heini. Cedric. Genau, mit Cedric war die da. Ja, nettes Mädel. Habe ich jetzt nicht so viel. Weiß ich gar nicht. Mit wem ist die zusammen? Ich bin die Emily, bin hauptberuflich Kosmetikerin. Sie ist ihre Freundin? Kenn ich nicht. Ja, also wenn ich liebe, dann liebe ich wirklich extrem. Das ist schon mal, ist immer eine gute Voraussetzung. Emily! Nach der Trennung hatten wir so professorischen Kontakt, dass... Was hattet ihr für einen Kontakt? Professorischen? Professorischen Kontakt? Vielleicht ist das so ein Frauending, weiß ich gar nicht. Oder? Was denn? Hatten wir schon mal professorischen Kontakt? Ja, bin ich wieder der Dumme, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe die Streits angezettelt, willst du sagen. Ah, jetzt ist wieder, kommt wieder dieses Thema. Das ist eine richtig bedenkliche Einstellung, die du hast, Gina. Eine richtig bedenkliche Einstellung. Und du hast eine richtig bedenkliche Art. Ja. Okay, ich muss sagen, Emily triggert mich direkt damit. Gina, das ist eine richtig bedenkliche Einstellung, die du hast. Das ist wirklich sehr bedenklich. Die sind von oben herab, sie hat es begriffen, sie hat sie analysiert. Also mich triggert sie jetzt schon. Ich bin jetzt schon ganz klar Team Gina. Und wie geil Ginas Reaktion. Ja, deine Art ist bedenklich. Ach, super. Aber ich möchte auch nicht als eifersüchtige und toxische dastehen. Ach so, das musst du ja vielleicht vorher mal ansagen bei RTL oder irgendwo, ne? Dass ich ja nicht als eifersüchtig und toxisch dastehen will. Das muss ja, Emily, das weiß ja keiner vorher. Hallo! Hallöchen! Hallo! Und ihr seid zwei Ex-Freundinnen oder kommt noch ein Ex? Ja? Wie lange wart ihr zusammen? Ein Jahr. Ja, ungefähr ein Jahr. Hasst ihr euch oder liebt ihr euch? Geil, Gretchenfrage. Ja, hassen. Ja. Aber eigentlich doch noch ein bisschen lieben. Aber schon hassen in erster Linie. Wie lange seid ihr getrennt? 5 Monate. 5 Monate. Und warum? Ja, weil sie sehr viel Streit sucht. Also sie ist der Meinung, dass ich für jeden Streit verantwortlich bin. Und ich finde, das ist eine sehr bedenkliche Eigenschaft zu sagen, du... Ich sag nicht für jeden, aber für viele. Und das können auch einige Leute bezeugen. Ja, Gina, ist okay. Nerv mich aber nicht. Oh, wie beschreibt man das, so eine Frau? Ich hab sofort, ich weiß... Bonjour, ich bin der Tommy. Tommy! Sandra ist die erste Frau, wo ich mich verliebt habe. Den Tommy habe ich vor, ich glaube, ungefähr 2 Jahren bei Ex on the Beach kennengelernt. Ja, bei Ex on the Beach. Stimmt, und da kann ich mich, und da fällt mir ein, Sandra war damals bei Ex on the Beach. Also noch nicht, die hat der Tommy da erst kennengelernt.
Und ich weiß ja nicht, wer ihr Ex war, keine Ahnung. Und alle Männer da haben schon ihr Round, ja, sie haben sie so ein bisschen als Matratze hingestellt und ich hatte die schon in Köln, hatten die viele, da haben sie sehr schlecht von ihr geredet und ich hatte gleich so ein Bild von Sandra, was sie zu Teilen auch in der Show bestätigt hat. Und dann hat sich das gedreht, weil ich dann mitgekriegt habe, dass sie mit Tommy zusammen war. Und Tommy, finde ich erstklassig, den finde ich cool und den finde ich auch intelligent. Und dann war logischerweise die Schlussfolgerung, na, wenn Tommy mit ihr zusammen ist, dann kann Sandra ja nicht ganz doof sein. Ne? Also deswegen, von da an war ich Team Sandra, beziehungsweise fand ich sympathisch. Dann gucke ich Temptation Island und dann habe ich praktisch mit Tommy zusammen begriffen, dass dann Sandra doch, er hat ganz platt gesagt, scheiße ist. Also das war ja nur total, das war eine Kacke da. Also er hat die einen Typen, den sie anscheinend so liebt und da hat die sich wieder, und sie hat sich ja schon offiziell Kacke verhalten und später kam ja noch raus, inoffiziell hat die da noch ganz andere Sachen gemacht. Vielleicht hat er Temptation dafür benutzt, um mich loszuwerden. Vielleicht hat Tommy Temptation dafür benutzt, sie loszuwerden. Die gehen dahin und ist doch sichtbar, sie hat die ganze Scheiße gemacht. Sie soll ja so ja mit, ich glaube, Flocke hatte doch gedroppt bei Rampensau oder so, ne? Ah, oh, korrigiere mich, ich bin falsch. Ich glaube, der hat gesagt, die haben ja so ihr Bums Backstage da. Und dann sagt sie vor der Kamera gerade so, vielleicht hat Tommy das genutzt, um sie raus. Das ist doch, sagt sie das, weil sie es so denkt? Oder um das so hier im Trash-Format zu präsentieren, um eventuell sich ein bisschen gerader zu machen und Tommy auch ein bisschen. Ich würde ja, das würde ich gerne verstehen, warum sie sowas sagt. Das kann sie doch nicht wirklich denken. Geht doch nicht, oder? Das kann sie nicht denken. Das ist nie ihre Schuld. Das ist 100%. Ich kann und ich will nicht mit ihr wieder zusammen sein. Ich glaube, ich habe das Ganze noch nicht so richtig verarbeitet. Ja, glaube ich auch. Da ist ja ganz klar, durch dieses Verhalten hat sie ihr Charakter aufgezeigt und eine Seite von sich gezeigt, die er noch nicht kannte. Und mit dieser Seite, das ist für ihn Ausschlusskriterium. Sandra, aber die gibt ja noch den einen oder anderen bestimmt da draußen, finde ich. Hallo. Alles gut. Ja. Wahnsinn, wa? Wie kalt. Wer ist das? Tommy. Ich sehe das. Ah, ja. Sandra, scheiße, Alter. Weil die Arme so, die kommt eh schon mit Tommy, der keinen Bock auf die hat. Oh, stimmt. Kim hasst die ja. Und wie geil, Kim wieder, oh, kommen die Arme. Die kommt eh schon mit Tommy, der keinen Bock auf sie hat. Sie bringt sie doch auf den Punkt, stimmt. Sandra, tut mir auch leid. Und Tommy hat ja nun auch, und ihr Partner, alle anderen sind wenigstens haben irgendeine Verbindung miteinander und noch ein halbes Interesse und sie kommt mit jemandem drin, der wirklich, oh Gott, Sandra ist ja auch bei. Kim, 1+ bisher. Bleiben wir erstmal bei Tim, ist maximal, Tim ist gerade das positive Entertainment und Mike ist bisher das Grusel-Entertainment. Kim oder Tim? Kim, Mike, Tim gesagt? Ja. Nein, nein, Kim. Sandra hat sich einmal bei Are You The One an Mike rangemacht, als ich ihn kennengelernt habe für eine Beziehung, was sie auch wusste. Und dann war ich mit jemand anderem in einer Beziehung, da hat sie es dann auch probiert. Jetzt muss ich dazu sagen, ich kenne Sandra natürlich nicht. Ich bewerte das alles aus dem Pool, was wir in Trash-Formaten und Instagram und Co., was man halt zu hören bekommt. Und diese Aussage gerade von Kim, die deckt sich halt mit vielen, vielen, vielen anderen Aussagen. Und dann erhärtet sich irgendwann der Verdacht, dass da dann doch was dran sein könnte. Hi Sandra. Hi. Nein. Sollen wir die Hand geben? Nee. Okay, wie nett. Ich habe keine Nerven für sie. Glaub ich dir. Die hat auch keine Nerven für sie, weil Sandra der Kim rhetorisch maximal unterlegen ist. Mit Max, super. Genau. Beim Aufstehen direkt gegenüber gucken, oder? Naja, ja, ist vielleicht doof, aber hast du dir auch vorsichtig das selbst zuzuschreiben, ne? Also, dass du da auf eine Ex-Affäre triffst, ich staune, dass du nur auf eine triffst, ist halt, liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Also, sie hat 5 Minuten vorher Schluss gemacht und dann hat sie mit jemand anderem, mit 2 anderen Personen rumgeleckt und ist mit jemand anderem. Oh, okay, das ist aber natürlich auch. Und das, also, hab mich halt getroffen, das zu sehen. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz sagen, man hat ja vielleicht schon rausgehört, dass ich ein bisschen, oder wir, so, Team Gina sind. Aber ich finde nicht mal den Zeitpunkt 5 Minuten später, wenn man Schluss macht, ist man ja abgefressen und sich ablenken. Das finde ich gar nicht so schlimm, weil ich wirklich von Gina da pervers finde, dass sie es vor ihren Augen macht. Auch wenn es wahrscheinlich als Provokation dient. Wir tun uns ja so schon so viel weh, automatisch, alle, ist auch alles in Ordnung. Aber das bewusst, Gina, dafür hast du eine Luftschelle verdient. Also das ist ja wirklich. Das. Am ersten Tag packst du solche Stories aus. Bereust du? Natürlich. Nein. Aber wir sind ja danach auch wieder zusammengekommen. Aber wir haben dieses Thema, motherfucking goddamn, 50 Milliarden Mal durchgekaut. Wie oft haben sie durchgekaut? Motherfucking goddamn, 50 Milliarden Mal. Das ist viel. Ich glaube nicht, dass es 50 Milliarden waren, die übertreibt sie. Lass es 10 Milliarden oder so gewesen sein. Sie sagte, ich habe mich doch so und so oft entschuldigt. Und es hat dafür ausgereicht, um wieder zusammenzukommen. Finde ich immer ganz frisch, wenn man dem anderen was vor oder was von denen beansprucht und der ja keine irgendeine Alternative hatte, jetzt richtig zu machen. So, ja. Steh einfach dazu. Mehr nicht. Ich stehe doch dazu. Was willst du denn von mir? Was will sie denn von ihr? Steh doch einfach dazu und sie steht dazu. Oh, will keine schütteln. Was möchtest du jetzt von ihr? Das ist so eine Situation, wo Gina gerade ja nicht raus kann. Die kann die ja gar nicht richtig machen. Tut's mir direkt leid. Absolut Team Gina. Ja, wo wir dabei sind, Sandra. Oh, nee, Kim.
Willst du nicht mit mir quatschen? Natürlich nicht. Echt nicht. Kein Interesse. Du hast ziemlich viel Scheiße erzählt. Okay. Und deswegen. Dann sag mir. Sag mir nicht, ich habe Scheiße erzählt. Sag mir genau, was es ist. Jetzt läuft Kim warm. Warum kannst du nicht mich angucken oder mit mir sprechen, Kim, wenn du angeblich nichts getan hast? Ich habe keine Lust, mit dir hier gerade zu reden. Ist mir schon klar. Hör auf. Du machst deine Show. Ich will nichts damit zu tun haben. Was denn für eine Show? Du kannst nicht sagen, dass ich irgendeine scheiß Fake-Show abziehe. Und denk dann, ich rede nicht mehr mit dir, wenn deine scheiß Fresse den ganzen Tag vor mir ist. Und ja, ich habe gesagt Fresse. Wow, ich habe es gesagt. Ich habe gesagt Fresse. Wow. Okay. Willst du mich verarschen? Du willst einfach nur keine Responsibility übernehmen. Und du willst einfach nur keine Response haben, auf die du nicht klarkommst. Und am Ende des Tages wahrscheinlich heulst und in deine Mobbing-Opfer-Rolle reingehen möchtest. Wie fake kann man sein? Okay, ich find's geil. Oh Gott, ihr könnt mir noch mal ein paar Mal angucken. Ne? Ich find's absolut geil. Sandra tut mir natürlich leid, weil, wie wir ja schon gesagt haben, sie hat da irgendwie gar keine Chance. Und sie schafft es auch nicht, irgendwie clever aus der Situation rauszukommen. Nimmt ja trotzdem passiv an dieser Diskussion da teil. Mann, kommt sie nicht gut weg. Du brauchst dich nicht wundern, dass du von jedem nur drüber gerutscht wirst. Okay. Hätte ich mich jetzt nicht getraut, so auszudrücken, aber ein bisschen. Du, ich habe dich bei Instagram extra blockiert, damit ich nichts mit dir zu tun haben möchte. Und trotzdem hältst du weiterhin Kommentaren über mich, Sister. Ich kann mir das richtig vorstellen, ne? Blockiert sie da, macht da Stopp, ich will gar nicht mit dir reden, macht aber in den Kommentaren, die ja öffentlich sind, ne? Das ist ja nun mal, ist ja wie, als wenn, kannst ja gleich einen Artikel irgendwo schreiben, hättest du da weiterhin, Kim, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass Kim weiter aktiviert ist. Also ist ja für sie auch nie gefunden, fressen irgendein anderer Reality-Star, der Scheiße oder irgendwas über sie sagt, wo man rufspringen kann und einfach wieder Aufmerksamkeit generieren kann. Bettsituation finde ich für mich natürlich Katastrophe. Angel, chill mal. Ich glaube aber, to be honest, ist es auch deswegen, weil er sich so ein bisschen von mir fernhalten will, weil er, glaube ich, Angst hat, dass er Scheiße baut, nicht mal, dass ich so schlimm bin. Ja, safe, kann ich mir auch vorstellen. Wenn Kim ja schon sagt, die haben das Sexleben, war immer gut, die sind da jeden Tag im Bett, weit weg von seiner Freundin, hat er, glaube ich, wirklich vor Angst. Und dann hat er noch Schiss, sollte Kim wirklich nochmal einen Trilli kriegen und kurze Zeit Bock auf ihn haben und ins B-Knöpfe drücken, dann hat er wirklich Schiss, dass er vielleicht, kann ich mir auch vorstellen. Emanuel, du schaffst es, du kannst es schaffen, auszuhalten. Ich merke einfach, manchmal guckt sie mich an und so. Ich merke es einfach. So. Ich werde da nicht auf ihrer Seite eingehen. Real. So klar und deutlich. Da ist nichts fake, da ist nichts. Der meint 1:1, wie er sagt. Kann man 1:1 nehmen. Tommy, klarer Ding. Es wird schon eine Challenge, so neben ihm zu liegen. Nein. Ja, die Gefahr könnte schon sein, dass da Emotionen oder Gefühle wieder hochkommen, wenn man so eng beieinander liegt. Nee, da hört mein Verständnis auf. Da können Gefühle wieder hochkommen, wenn man so nah beieinander liegt. Kotzgefühle ja vielleicht, dass er wieder merkt, dass ein anderer hat. Wie kann... Okay, wir sehen ja immer nur das, was wir kennen von den beiden und darauf münzt sie gerade alle. Die haben ja tausend zwischenzeitliche Zeiten, also die haben ja tausend Zeiten gehabt, wo sie alleine waren, wo sie eine schöne Zeit hatten. Und daran klammert es sich ja wahrscheinlich. Aber das macht so richtig Gänsehaut. Oh, da hat man schon Angst, dass man vielleicht wieder... Nee. Einfach ganz klar nee. Ich will doch einfach nur meine Ruhe haben. Akzeptier es doch. Ich akzeptiere es doch. Du verstehst aber nicht, wo wir hier sind, Gina. Ja. Ich muss hier mit dir kommunizieren. Ganz einfach. Gina, ich will gar nicht mit dir kommunizieren. Du bist nur dumm. Du verstehst nämlich nicht, wo wir hier sind. Weil hier, nicht mit deiner Ruhe, müssen wir kommunizieren, Gina. Oh. Also ich glaube ja, die wirkt ja nicht, als ob die nur ein Funken einsichtig ist, deswegen kannst du eigentlich nur wegrennen. Oder du siehst es als Entertainment, die Show, und probierst es irgendwie zu genießen, so wie wir es jetzt machen aus der Ferne, weil Gina nicht machen können wird, weil sie zu nah drin ist. Ich musste mich so zusammenreißen, als Michelle heute Nacht das Bein rübergelegt hat. Ich dachte mir so, okay, falsches Format, es ist getrennt. Da sagt er das erste Mal in der ganzen Folge, was nettet oder was mit einem Lächeln auf die Lippen, was nicht was pumpiert. Dann ist es direkt so cringe. Ugh. Du lässt jetzt deine schlechte Laune an mir aus. Da fühle ich mich dann immer so klein gemacht. Oh, ich kann es nicht mehr hören, diese Birkenstock-Dinkelnummer, Alter. Ich fühle, ich empfinde. Okay, ich gehe nicht auf Augenhöhe, ich darf nicht sagen, wie ich mich fühle. Kann man nicht einfach mal sagen, das ist scheiße und das ist gut? Du hast recht, du bist scheiße und das ist nicht gut. Ja, wie es ihm gerade passt. Ich bin in dem Gebiet nicht so bewandert, aber Mike Sees ist das Beispiel für einen unreflektierten, toxischen Narzissten. Das ist ja nicht fake. Der kann das nicht beurteilen, ich bin kein Schauspieler, aber ich glaube einfach, das ist echt. Und das ist faszinierend und gruselig zugleich. Was soll das denn? Genau, jetzt bist du das Opfer. Hier magst du die Früchte. Okay, witzig ist auch. Genau, jetzt bist du das Opfer. Hier magst du die Früchte. Jetzt geht's los. Ich komme nicht drum, um den so ein bisschen fast zu mögen. Aber der darf ihn ja nicht mögen. Einfach, weil er mich so sehr unterhält, wahrscheinlich.
Geschafft wird hier, auf dieser Schlaukel. Es gilt Sachen packen und Rätsel knacken. Das ist ein Spiel natürlich für Mike. In luftiger Bodenentfernung. Willkommen beim Spiel Liebesschaukel. Eure Aufgabe ist es, die auf den Karten stehenden Sprichwörter zu vervollständigen. Das Ex-Paar, das die meisten Sprichwörter richtig vervollständigt hat, gewinnt das Spiel und ist vor der nächsten Nominierung geschützt. Solltet ihr nicht antreten oder das Spiel abbrechen, werden euch 10.000 Euro von der Gewinnsumme abgezogen. Was? Das ist ja wieder clever. Also das Maximumziel muss ja jetzt sein, nicht abzubrechen. Da werden sie sich drauf stützen. Ja, ihr habt zweimal jetzt abgebrochen, ihr habt abgebrochen, ihr habt uns Geld gekostet. Das ist eine wunderbare Begründung bei der Nominierung. Das machen sie ja clever. Gleich wieder mehr Konflikte geschürt. Geil. Love it. Knie dich hin und hol ihn. Ich kann das aber nicht im Knien, Mann. Dann mach du das doch. Hab ich versucht, aber dann haben wir keinen Schwung. Gina, es bringt doch gerade nichts. Ja, Mann, dann mach doch irgendwas. Ja, aber dann hör doch auf, Mann. Wir kommen doch da jetzt hin, Mann. Was willst du denn? Ja, Mann, was willst du denn? Warum weinst du denn jetzt? Wirklich, Emily, warum weinst du jetzt? Vor die Säue werfen. Was soll man denn vor die Säue werfen? Perlen? So sagt man. Aber das, also das macht auch gar keinen Sinn. Stopp mal kurz. Stopp mal, wirklich. Emily hat ja recht. Das macht ja auch überhaupt ja keinen Sinn. Und Emily soll das irgendwie lösen? Das ist ja wirklich, das ist ja... Für mich, Verschiebung. Leute, könnt ihr mal irgendwie normale Sprüche nehmen? Ich bin keine Fame-Bitch. Ich bin einfach Fame-Bitch. Das ist ein Sprichwort. Ey, hat die das einstudiert? Die ist doch... Und ich schwöre dir, warum ist denn die hier so cool? Die Sprüche sind locker, sie ist hier drauf, sie macht so viel Stimmung, sie piekst da und da drin. Obwohl, das wurde doch vom Dschungel gedreht, ne? Beim Dschungel, das war wirklich schon doof. Ich glaube, die ist weitaus cleverer, als der Durchschnitt der Zuschauer das annimmt. Hey. Jawohl, wir sind aber gut empfangen. Super. Wenigstens das. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja. Ich schwöre, ich habe wieder meine Starre. Ich kann's nicht. Dann warten wir. Die ganze Zeit die große Fresse, er kann's nicht. Genau, macht das ja Sinn, ne? Ich bin mit dem Warten. Die können jetzt schon absehen, dass sie ja nicht gewinnen werden. Also warten ist doch die halbe Aufgabe gelöst, ne? Naja, also mach weiter, Mike, warte. Kannst du auch nicht mehr? Ich mein's ernst. Ich will eine gemeinsame Entscheidung. Wir probieren's wenigstens. Nein. Ich brech's ab. Guck mich mal an. Ich brauch deine Entscheidung jetzt. Ich breche es jetzt ab. Guck mich doch mal an. Nein, ich breche es jetzt ab. Mach auf stark, mach deine Rolle. Ist mir egal, ich will runter. Ich stehe nicht 40 dann, Minuten dann da. Dann werden doch die 10.000 Scheiß auf 10.000 Euro, Mann. Guck mal, wenn wir jeder so jeder Mensch da kann stehen. Das verstehen. Ich frage doch nur. Ich möchte runter, sag es okay. Doch einfach. Okay, wir möchten runter. Wenn er Höhenangst hat, hat er natürlich Höhenangst. Aber in dieser Kombination mit seiner sonstigen großen Fresse und da oben auch wieder, haut das für mich nicht hin. Da könnt ihr ja nochmal zu Mike oder zu dem, was ich zu Mike gesagt habe, könnt ihr ja nochmal in die Kommentare reinschreiben. Ich bin der Meinung, da kann es ja keine zwei Meinungen zu geben. Aber natürlich wissen wir aus Erfahrung, dass es doch so ist. Und ich würde gerne, also nicht nur, ich täusche mich, sondern auch warum. Weil ärgert mich auch, dass wir noch nicht mal einen so einen Brief abgerissen haben, weil du weißt, in Sprichwörtern, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich hätte jedes einzelne Sprichwort richtig gehabt. Ja. Ja, da hat er auf jeden Fall recht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Mike, der hat ja mal die Landesmeisterschaft im Sprichworte-Raten gewonnen. Und ich bin mir auch sicher, der hat alles geschafft. Das ist ärgerlich. Uns zweien war nie das Geld wichtig, sondern die Menschlichkeit. Ja. Dem stimme ich auch zu. Wir alle wissen, für eine Sache steht Mike Sees. Für Menschlichkeit. Ja, wir sind hochgefahren. Ich habe bei uns beiden gemerkt, wir sind ziemlich unsicher. In den Spielen haben wir aufgeschlossen, weil kein Vertrauen da war. Was? Wie kann man so unreflektiert sein? In den Spielen haben sie verschissen, weil kein Vertrauen da war, wegen seiner Höhenangst. Und selbst schiebt er auf sie, weil kein Vertrauen da war. Und daran ist ja wahrscheinlich sie schuld. Mike, habt ihr nicht aus einem anderen Grund vielleicht verkackt? Habt ihr vielleicht was Wichtiges vergessen? Was war denn wichtig, Mike? Was war denn wichtig? Wichtig. Nicht abbrechen. Nee, Freier, was ist das? Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Richtig. Ja. Oh, was will man nicht auf dem Dach haben? Moos! Na klar. Lieber Moos in der Hand als Moos auf dem Dach. Ja, absolut klar. Wer kennt's nicht? Lieber Moos in der Hand als Moos auf dem Dach. Also, ja. Klar. Ich will ja lieber Moos in der Hand haben, anstatt Geld auf dem Dach. Ah, putain. Voll dumm. Hey, komm, das ist ja wirklich ein bisschen dumm, oder? Was meint sie gerade? Sie hat lieber Moos in der Hand als Moos auf dem Dach. Also wenn sie mit Moos Geld meint, dann sagt sie, ich habe lieber Geld in der Hand als Geld auf dem Dach. Ja klar, sie hat es in der Hand, muss nicht erst aufs Dach gehen. Oder sie meint mit Moos, mit Moos, lieber Moos in der Hand als Geld auf dem Dach. Warum will sie Moos in der Hand, dann ist doch das Geld auf dem Dach lieber. Was willst du mit dem Moos? Also
Das macht ja keine Debatte, also... Was du da gerade sagst, ist einfach absolut nicht nachvollziehbar. Alter, das tut richtig weh, ne? Ich hab's nach dem 20. Mal gar nicht mitbekommen. Sag's mir nochmal, tut's weh? Emanuel, ich hab's noch nicht mitbekommen. Tut's weh? Du warst die erste, nach langem, erste Frau, wo ich sag, du bist wirklich eine Frau. Nee, ein Püppchen, nicht Nutte, irgendwas Abwertendes. Du warst die erste, wo ich gesagt habe, Mensch, mir doch scheißegal, wenn sie 10 Kinder hat. Mir doch scheißegal. Oh, das ist so perfide, das ist so mies, was er da, und ihr probiert noch ein schlechtes Wissen zu machen. Trotz deines Handicaps war mit dir halt, trotzdem habe ich dich genommen. Und du kannst dich glücklich schätzen, dass du mich hattest, weil ich kann keine Frauen ernst nehmen. Du warst besonders Sicherheit ernst und du warst mal keine Nutte. Oh. Oh, Mann, ey, da. Bei allem Entertainment und Spaß und I love Trash anyway, aber das drückt richtig auf die Stimmung, ne? Vielleicht sind da welche, denen die wichtig sind. Es interessiert mich, dass ob hier jemand drin ist, der eine 10.000-Euro-Gage nur kriegt für den, wo die 10.000 Euro ein Double ist. Boah. Was interessiert mich, dass dann einer hier nur 10.000 hat? Das ist so ein widerlicher Mike. Ist das okay gewesen, was du gemacht hast? Dass wenn man sich trennt, dass man direkt woanders hingeht? Ja. Ist okay? Ja. Okay. Weil in dem Moment hattest du mir so wehgetan, das war mir egal. Ja, ich verstehe, dass Sandra traurig ist. Aber wie Tommy gerade gesagt hat, also er trennt sich erstmal, ja, das ist legal danach, direkt zu der nächsten sehen. Da gibt ja kein Timetable ab, wann es okay ist. Also und für den Ex-Partner, der entscheidet, der wann es okay ist. Und da sind die alle unterschiedlich, wann tut es mir nicht mehr weh. Daran kann sich ja der andere nicht richten. Also, und dann hast du dir auch provoziert. Also, ich mag den Satz nicht, wenn jemand leidet, zu sagen, da bist du selbst schuld dran. Obwohl das ja oft ja so ist. Aber in dem Fall, Sandra, lebt damit und trage damit mit Würde. Flocke hast du ja auch mit Würde. Ich hätte alles für den getan, damit wir wieder so werden wie vorher. Aber der hat es ja gar nicht zugelassen. Sie sagt jetzt, dass sie alles getan hätte, um wieder mit ihm zusammenzukommen. Sie war aber, wo sie zusammen war, nicht bereit, die eine Sache nicht zu tun. Ihn zu bescheißen. Und nicht nur ihn nicht zu bescheißen, in einer Fernsehsendung vor Kameras. Deswegen kann ich ihr das, obwohl es ja ehrlich klingt und sie wird gerade da nicht spinnen, aber kann ich ihr trotzdem irgendwo nicht abnehmen. Das ist für mich trotzdem nicht gerechtfertigt. Liebe Ex-Paare. Jetzt bin ich aber gespannt. Ihr habt alle 3 Sprichwörter richtig. Kim Virginia und Emanuel, ihr habt dies in der schnellsten Zeit geschafft. Obwohl Emanuel so viel jammert hat. Von Mike und Michelle verringert sich die Gewinnsumme um 10.000 Euro auf 90.000 Euro. Habt ihr nicht gemacht, ihr Bitches. Warum? Nein, Mike, wirklich nicht. Warum? Geil, wie sie jetzt alle rumhaten. Jeder hat ja damit gerechnet, dass die mindestens stehen bleiben können. Das kann ja nur irgendeine Kacke sein. Dann, oh, das wird tippt. Aber Mike, dann chill einfach die 40 Minuten doch oben auf der Schaukel. Ja. Chill. Aber was machen wir jetzt bei den nächsten Spielen, wenn alles, wenn die Hälfte mit Höhe ist? Bist du eigentlich unser Verkacker der Staffel jetzt, oder was? Ist immer so. Ja, Mike. Ist immer so. Sag mal. Ach so, du konntest, er konnte nicht. Ja, ich wollte, dass er sitzen bleibt, dass wir stehen bleiben, die Augen zumachen. Der eigene Ex-Partner will ich hier drin triggern, dass du wieder das Arschloch bist. Ich habe mir ganz groß auf die Fahne geschrieben. Passieren hier gewisse Dinge? Leake ich dich komplett. Übersetzt, indem sie nicht das macht, was ich will, dann leake ich dich komplett. Ich meine, mich würde auch interessieren, was er dazu sagen hat, was er dazu leaken hat. Andersrum geht das wahrscheinlich nicht. Sie kann von ihnen nicht leaken, weil er ist ja, also da kann der nichts mehr geben. Unmöglich, leg mich fest. Bei Mike gibt es nichts mehr zu veröffentlichen oder irgendeine Leichen im Keller. Die sind alle draußen. Bei Michelle, ja, gespannt. Aber der ist ja auch ein Laberhannes, ne? Wer weiß, was der da. Ich habe gesehen, wie sie im Internet nicht ein Foto von mir geliked hat. Oder hat sie nicht? Hat. Aber ich sollte jedes Foto sofort kommentieren und liken von ihr. Okay, das sind jetzt neue Infos. Michelle hat gesagt, er soll jedes Foto sofort liken und kommentieren. Na, da verstehe ich, dass er einen Hals hat. Der liegt von ihr nicht gedacht. So hätte ich Michelle nicht eingeschätzt. Das ist wirklich krass, Mike. Also da macht ihr mal Luft. Das ist, boah, das ist dolle, wa? Das ist dolle. Weißt du, warum ich hier bin? Erzähl, warum ich hier sitze? Sag's uns. Michelle braucht das Geld. Der gute Mike. Mensch. Nächste Woche. Nein, oh Mann, das ist schon wieder vorbei. Das ist das Einzige, was mich wirklich stört an diesen Trash-Formaten, dass die für so schnell vorbei sind. Wow, war das ein Ritt. Also, ich bin absolut begeistert. Ich freue mich so auf die zweite Folge, gerade noch mit dem Trailer und die neuen Pärchen. Das wird wieder so abgehen. Ich kann euch wärmstens ans Herz legen, die gesamte Folge euch auf RTL Plus anzugucken,
weil da ist noch so viel mehr. Also das ist wirklich die geballte Unterhaltung, die da stattfindet. Nächste Woche sind wir wieder am Start und diesmal mit einem Gast, und zwar mit Manuel Schakanowski, aka Der Chaka. Boah, gib gar nicht. Was? Los. Doch, da bin ich gespannt, was der so zu erzählen hat. Kennt den Uni weiter, ist ein Kumpel von Patrick, ist ein Trash-Lover. Ich freue mich, euch zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, bleibt trashig. Bis dahin. Ciao! Oh, meinst du, das war gut? Ich glaube, zwischendurch war ich ein bisschen zu aggressiv, oder? Ein bisschen zwischendurch, oder? So ein bisschen. Bei Mike hätte ich ein bisschen weniger. Ja, das Spiel mit der Glocke und dem Abonnieren, das kennt er ja. Ist immer so.